Also nochmals herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde Sie siezen, das habe ich mir so angewöhnt. Ich habe gesehen, zumindest da vorne ist ein Kind. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Du sollst dich bitte trotzdem angesprochen fühlen, auch wenn ich mir dieses Bühnen wie angewöhnt habe. Ich bin Daumenkinograf und habe vor einigen Jahren beschlossen, dass ein echter Daumenkinograf regelmäßig auf Wanderschaft gehen sollte. Und meine erste Wanderschaft habe ich unmittelbar, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, in die Tat umgesetzt. Das war im Frühsommer 2003 und ich bin damals in 3 Monaten von Berlin nach Basel gelaufen. Und diese erste Wanderschaft hat mir so außerordentlich gut gefallen und ich habe festgestellt, dass es eine ganz tolle und ungewöhnliche Perspektive ist, aus der man Land und Leute kennenlernt, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dass ich damals beschlossen habe, dieses Projekt fortzuführen. So bin ich inzwischen fast jeden Sommer unterwegs gewesen und habe inzwischen rund 3000 Kilometer zu Fuß, hauptsächlich in Deutschland, zurückgelegt. Und wenn ich auf Wanderschaft gehe, dann trage ich diesen Bauchladen, den Sie hier sehen, jeden Tag vor mir her. Auf diesem Bauchladen liegen 6 meiner fotografischen Daumenkinos. Dabei handelt es sich zumeist um Porträts von Menschen, denen ich auf vorherigen Wanderschaften begegnet bin. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn ich losziehe, hängt hier vorne ein Schild. Auf diesem Schild steht geschrieben, bitte besuchen Sie meine Wanderausstellung. Und das Besondere auf meinen Reisen ist, dass ich ganz ohne eigenes Geld unterwegs bin und ausschließlich davon lebe, dass ich Menschen, denen ich unterwegs begegne, meine Daumenkino-Wanderausstellung zeige. Ich werde Ihnen später mehr von meinen Wanderschaften berichten. Ich möchte Ihnen Menschen vorstellen, denen ich unterwegs begegnet bin. Aber zunächst einmal möchte ich Sie gerne mit zurücknehmen an den Anfang meiner Beschäftigung mit Daumenkino, den man da schon gehört hat. Es fing 1998 an und zwar, um ganz genau zu sein, am 1. Januar 1998. Ich hatte mich nämlich Ende 1997 zum ersten Mal gefragt, ob es nicht möglich sei, eine motorisierte Spiegelreflexkamera als Filmkamera zu benutzen. Auch damals hatte ich schon im Hinterkopf die Idee, dass, wenn es gelingen würde, so wie ich mir das vorstelle, dass eine tolle Methode sein könnte, Menschen in Form von Daumenkinos zu porträtieren. Natürlich musste ein erstes Daumenkino gemacht werden und dieses fand, wie ich eben schon sagte, eben am Neujahrstag 1998 statt und zwar im Rahmen eines Ausnüchterungsspaziergangs. Eine Freundin war damals so nett, mich zu begleiten. Dieser Spaziergang sollte uns nördlich von Berlin in die Wälder rund um den Liebnitzsee führen. Und Sie kennen das sicherlich alle aus eigener Erfahrung, man kommt natürlich nicht besonders pünktlich los. Ähnlich ging es uns auch damals, als wir das Auto parkten, dämmerte es bereits und als wir im Wald waren, war es schon fast zu dunkel, um zu fotografieren. Also habe ich damals zu ihr gesagt, also pass auf, wir müssen sofort irgendwas uns ausdenken, dann ist das Licht weg. Also am besten verstecke ich doch mal diesen Baum und wenn du hörst, dass ich beginne, dich zu fotografieren, dann lauf doch möglichst gut gelaunt ein paar Schritte durch den Wald und verstecke dich hinter diesem zweiten Baum. Und wenn meine Kamera dann immer noch rattert, dann komm noch mal zum Vorschein, sink in die Kamera oder lass dir irgendwas einfallen. Also ich gebe rückblickend gerne zu, dass es keine besonders einfallsreiche Inszenierung war, die ich ihr damals vorschlug. Zunächst ging alles gut. Sie kam zum Vorschein, wie verabredet, lief durch den Wald, verschwand dann in den zweiten Baum, aber dann stellte sich doch recht bald heraus, dass ich in der Eile und Aufregung vergessen hatte, ihr zu sagen, auf welcher Seite des zweiten Baumes sie zum Vorschein kommen sollte. So passierte es mehrere Mal, dass wir uns verpassten. Jedes Mal, wenn ich sie auf der einen Seite des Baumes erwartete, tauchte sie auf der anderen Seite auf, ging ein paar Mal hin und her und ich war damals sehr nervös, weil ich natürlich noch nicht wusste, wie lange es dauert, bis ein kompletter Kleinbildfilm mit 36 Bildern gelichtet ist, dass ich mir nichts anderes zu helfen wusste, als sie anzuschreiben. Ich habe geschrien, jetzt komm endlich raus und zeig dich. Das hat sie auch gemacht. Wir haben uns auch endlich auf der richtigen Seite des Baumes getroffen. Aber zumindest damals war sie so zart beseitet und konnte es überhaupt nicht leiden, wenn sie angeschrien wurde, was ich sonst natürlich auch nie gemacht habe. Jedenfalls fing sie auf der Stelle an zu weinen. Dabei die Kamera immer noch vor meinem Gesicht ratterte. Und man sieht in den Aufnahmen, wie sie mit etwas verzerrtem und beleidigtem Gesicht in die Kamera schaut. Dann macht er die Drehung von der Kamera weg, läuft 2, 3 Schritte in den Wald hinein von der Kamera weg und dann endlich war dieser erste Film belichtet, dieses erste Experiment beendet. War aber zugleich das Ende von unserem Ausnüchterungsspaziergang, denn sie war so beleidigt, dass sie sich weigerte, einen weiteren Schritt Richtung Lieblingsweg zu gehen. So blieb uns also nichts anderes übrig, als auf der Stelle nach Berlin zurückzukehren.
Und als ich wenige Tage später die Fotos in Händen hielt, war ich außerordentlich enttäuscht, denn es war alles andere als ein funktionierendes Daumenkino. Ich war schon kurz davor, die Bilder als gescheiterten Versuch zur Seite zu legen, habe dann aber zum Glück irgendwann nochmal einen genaueren Blick in die Aufnahmen geworfen. Und da bin ich an der Situation hängen geblieben, die ich Ihnen eben geschildert habe, wo sich so ganz unplanmäßig das wahre Leben sozusagen seinen Weg zwischen den Bildern hervorbahnte. Und da spürte ich zum ersten Mal eine Kraft und dachte, dass es vielleicht doch im wahrsten Sinne des Wortes gelingen könnte, den Charakter von Menschen mit Hilfe von Daumenkinos zu entblättern. Denn ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo sie sich da wegdreht von der Kamera, da spürte ich plötzlich was von ihrer Persönlichkeit. Und dieser Kraft, die ich damals erstmalig gespürt habe, gehe ich heute, bis heute in meinem Porträt Daumenkinos nach. Und nun möchte ich Sie gerne zurücknehmen, damit Sie nicht verdenken, ich habe mir diese Geschichte ausgedacht, zum Jahresanfang 1998 und zeige Ihnen die Bilder dieses Experimentes. Da ich Sie nie zu einem echten Daumenkino gebunden habe, sehen Sie sie heute Abend als sogenanntes Hinschmeiß-Daumenkino. Viel Spaß. Ich habe danach sofort die Finger von solcherlei Inszenierungsversuchen gelassen und habe festgestellt, dass es natürlich viel, viel spannender ist, wenn ich Menschen damit überrasche, dass ich sie für einen Daumenkino so oft hintereinander fotografieren werde. Und ich denke, Sie kennen das alle aus eigener Erfahrung, was es in einem auslöst. Und die Kinder sind da ein bisschen stabiler, da habe ich gleich dann auch noch ein schönes Beispiel dafür. Denen macht das nicht so viel aus, wenn sie fotografiert werden, aber die Erwachsenen, die respektieren das natürlich. In dem Moment, wo eine Kamera gezückt wird, da geht mir ähnlich, verkrampft man sogar ein bisschen. Man nimmt bewusst oder unbewusst eine Pose ein und wartet auf den Moment, bis das Bild gemacht ist, sodass man sich danach wieder normal verhalten kann. In meinem Fall ist es so, dass ich etwas anders arbeite. Ich frage die Menschen, die ich fotografieren möchte, sehr wohl, ob ich sie fotografieren darf. Aber ich verschweige ihnen ganz bewusst, dass ich sie dreimal pro Sekunde und das ganze 12 Sekunden lang, also wie gesagt 36 Mal hintereinander fotografieren werde. Wenn man das vorher nicht weiß, können 12 Sekunden verdammt lang sein. Und was auch ganz wichtig für diese Form der Fotografie ist, ist die Tatsache, dass die Kamera, eine Nikon S3 mit Motor, vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen diese Kamera sogar, das war mal in den 80er Jahren so das Profimodell von Nikon, dass diese Kamera sehr laut ist. Und mit dieser lauten Kamera rüttel ich nun meine Protagonisten regelrecht aus ihren Posen heraus, werfe sie mit jedem erneuten Auslösen meiner Kamera auf sich selber zurück. Und irgendwann beginnen zumindest die allermeisten von Ihnen zu agieren, zu reagieren, sicherlich auch aus Verzweiflung darüber, dass ich einfach nicht aufhöre, sie zu fotografieren. Und das, was die Menschen dann von sich zeigen, das entsteht natürlich vollkommen ungeplant, vollkommen uninszeniert, ganz aus dem Augenblick heraus. Und diese Momente sind der Kern meiner künstlerischen Arbeit, denn diese Momente finde ich als sehr wahrhaftig und manchmal sogar als poetisch. Und ich möchte Ihnen nun einige Daumenkino zeigen, die auf diese eben beschriebene Art und Weise entstanden sind. Thank you.